Ja, es geht jetzt darum, die Gleichung e hoch minus x minus 3 mal e hoch minus 0,5x minus 4 gleich 0 zu rechnen. Wie rechnen wir das? Ja, bitte? Substituieren e hoch minus 0,5x. So ist es. Also w gleich e hoch minus 0,5x. Was bedeutet das für unser w Quadrat? Das ist dann, was ist das w Quadrat? Ja? E hoch minus x. Ja, also e hoch 0,5x zum Quadrat, also e hoch 2 mal das, das ist e hoch minus x. Das heißt, hier steht unser w Quadrat, minus 3b minus 4 gleich 0. Und ich berichte wieder die Lösungen. Die Lösung ist w1 gleich 4, w2 gleich minus 1. Können Sie die Probe machen, wird stimmen. So, haben wir gerechnet. Wie geht das jetzt weiter? Ja, bitte? Minus 1 können wir nicht weiterrechnen. Was machen wir jetzt? Die? Rückzug. Jawohl. Also schreiben wir hin. E hoch x gleich 4. Genau dann, wenn? Ja. X größer 0 ist richtig. Ja. So ist es. Gut, das 2ln2 oder ln4 ist egal, aber Sie dürfen auch 2ln2 sagen. So, jetzt e hoch x gleich minus 1. So, was würden Sie jetzt, was würden Sie dazu sagen? Ja? Nicht möglich. Das geht nicht, weil, also ungleich, weil e hoch x immer größer 0 ist. Ja, da gibt es so gewisse Notationen. Also ich habe vom Zweitkorrektor das letzte Mal, als ein Schüler von mir sowas hingemacht hat, das ist ein FS-Fachsprache gekriegt. Da habe ich also gefragt, ich sage, Leute, in meinem Buch stehen die Blitze, überall stehen die Blitze, das kann ja wohl nicht sein. Also das heißt, ja, aber ich habe keinen Abzug gekriegt. Ich sage es einfach. Ihre Frage. Wir haben ja 4 für W raus und das können wir doch nicht mit E hoch X gleichsetzen, sondern mit E hoch X. Oh, Sie haben recht, Sie haben recht. Ja, wir müssen es mit E hoch minus 0,5 gleichsetzen. Ja, dann müssen wir doch gleich nochmal ran. So, zweiter Versuch, Sie haben völlig recht. Also E hoch minus 0,5 X gleich 4. Ungleich. So, wie rechnen wir das? Ja, bitte? Ich hätte jetzt e hoch minus 0,5 mal x ist x, minus eine Hälfte x ist gleich. Jawohl, stopp, stopp, stopp. Also Sie schreiben jetzt hier den Exponenten quasi hin. Und jetzt, was schreiben Sie auf die rechte Seite? Ln 4. Oder 2 ln 2. Also steht jetzt hier minus 1 halb x gleich 2 ln 2. Oder? Dann habe ich x gleich 1 ln 2. Oh, aufpassen, da müssen wir mal 2 machen, nicht durch 2, fast richtig. Das ist minus 4 ln 2. Und das hier hat keinen Beitrag. Und daraus folgt, dass die Lösungsmenge ist minus 4 ln 2. So, danke für die Info, haben Sie gut gemacht. Gibt es noch Fragen dazu?